Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt in mein neues Video. Frühjahrsputz und schon wieder ein Teil. Heute geht es um die Face-Paletten. Was darf bleiben, was zieht aus? Ja, würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Wie gesagt, heute sind die Face-Paletten dran. Ein, zwei Kategorien kommen noch und ja, wir sind dann schon bald durch. Bin super zufrieden mit dem Ergebnis bisher. Wie gesagt, heute Face-Paletten tatsächlich nicht so viele. Unter Face-Paletten verstehe ich alles, was den Teint betrifft. Bronzer, Highlighter, Blush in Kombination in einer Palette. Ja, teilweise auch Puder. Ja, habe ich nicht allzu viele. Trotzdem starten wir gleich, dass das Video nicht allzu lang wird. Bei den Paletten ist es tatsächlich so, dass ich von unterschiedlichsten Marken immer nur eine habe. War mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst. Selten, dass mal zwei aus einer Marke hier liegen. Ja, lange genug gequatscht, ich zeige es euch einfach nacheinander. Schauen wir mal, was bleiben darf. Starten möchte ich mit Wanda Beauty Trip for Two. War jetzt zu Weihnachten im Glossy Box Adventkalender. Das ist dieses schöne Schätzchen hier. Ein Blush, ein Bronzer, tatsächlich wenig benutzt bisher. Ja, muss ich mir einfach noch mehr und näher ansehen, ob das etwas für mich ist. Ich glaube, ich habe sie ein- oder zweimal bisher benutzt. Ja, ist mir jetzt nicht unbedingt im Gedächtnis geblieben, heißt aber nichts, gebt dem auf jeden Fall weiter Chancen, mich zu begeistern, sage ich jetzt mal. Könnte aber auf Dauer ein Kandidat sein, ja, was irgendwann mal weiter wandert, wenn es immer noch nicht im Gedächtnis bleibt. Vorerst darf es aber gerne in meiner Sammlung bleiben. Dann kommen wir zu Becker. Ja, auch eine Marke, die ich richtig gern habe. Leider ja, wie ich euch immer sage, nur mehr schwer zu bekommen, wenn überhaupt. Und die habe ich mir mal spiegelzehr, deswegen öffne ich sie. Dann gleich, so ist vielleicht besser, die habe ich mir mal, ja, übers Internet, bei uns heißt das Ganze, will haben, eBay, wie auch immer man es nennen möchte, bestellt, beziehungsweise gesichert. Das ist die Becker Chloe Malika Palette. Und zwar, da gibt es doch eine Farbbezeichnung, nicht wirklich. Na, ist ja egal, ich zeige euch die mal von innen. Kommt mit einem tollen Spiegel und das sind die Farben. Toll pigmentiert, ein Bronzer, zwei Blushes und ein Highlighter. Ja, wollte ich immer haben. Als es die gab, war ich, ja, keine Ahnung, abwesend und habe dann nicht zugeschlagen, habe mit der immer geliebäugelt. Dann habe ich sie mal im Internet entdeckt. Ein bisschen billiger natürlich, weil sie benutzt war, aber seht, sie ist in einer Topform. Musste ich einfach zuschlagen, mag die Farben total gerne und liebe ich heiß. Wirklich, benutze ich sehr selten, ist für mich eher so ein Sammlerstück, aber Packaging, die Farbe, ja, ich bin richtig happy, dass ich die doch noch ergattern konnte. Ja, dann haben wir als nächstes eine Sleek Palette, auch sehr spiegelnd in so Gold. Das ist jetzt die Highlighting Palette, steht jetzt nichts genaueres drauf, ist meine einzige Sleek Palette, da habe ich auch noch den Pinsel integriert. Ja, greife ich ganz ehrlich sehr selten dazu. Habe sie schon ein bisschen länger in meiner Sammlung. Würde mich aber jetzt tatsächlich noch immer nicht von ihr trennen, da ich sie für mein Empfinden zu wenig getestet habe und ich möchte mich hier tatsächlich nur von Produkten trennen, die für mich absolut unnötig sind, weil ich sie schon in vielerfacher Ausführung habe. Ja, und das ist in dem Fall nicht so. Wir haben hier zwei kräftige Highlightertöne, dann beziehungsweise auch Blushleitertöne. Dann haben wir hier einen definierten Highlighter und das ist so ein Creme-Produkt. Ja, eine schöne Palette, aber auch die, abgesehen von Fingerdapsern, ist eine, die ja ich doch noch ein paar Mal mehr testen möchte. Könnte aber auch mal ein Kandidat werden, den ich aussortiere, falls ich dann doch zu wenig zu ihr greife. Dagegen kommen wir jetzt zu einem Schätzchen, wo ich sogar in
dieser Variante 2 habe, also von der Marke. Mein Tag war heute schon etwas länger. Ihr seht auch, das Licht ist schon dunkler. Trotzdem hatte ich Bock, ein Video zu drehen. Und deswegen kann es ab und zu Sprachstörungen kommen. Ja, aus der Kategorie Essence habe ich tatsächlich zwei. Und einer meiner absoluten Favorites ist die Hey Cheeks. War mal im Standardsortiment. Kommt in einer ganz witzigen Verpackung, denn so länglich mit zwei Bronzetönen, drei Blushtönen und einem Highlighterton. Und diese Palette liebe ich wirklich heiß. Ich mag alle Töne, ich habe auch schon alle sehr, sehr oft benutzt. Ich habe sie vor gut 2 oder 3 Monaten mal entdeckt. Bei TK Maxx gab es sie im Abverkauf, ich glaube um 3-4 Euro. War sogar kurz am Überlegen, ob ich mir die als Backup sichern soll, weil ich die echt toll finde. Ja, dann war das aber das einzige Produkt, was ich an dem Tag gesehen habe. Und die Schlange an der Kasse war echt riesig. Und da habe ich gedacht, nein, nimm es nicht mit. Es soll vielleicht einfach nicht sein. Außerdem habe ich ja da irgendwie die Vernunft sprechen lassen, dass man ja auch so eine Palette, wenn man sie jetzt nicht tagtäglich so wie ich benutze, auch gut, ja vielleicht mal 3-4 Jahre hat. Es wäre doch einfach schade. Und wie ihr seht, die ist jetzt zwar benutzt, aber da ist noch genug Produkt enthalten, dass ich sie nicht zwingend im Backup brauche. Vielleicht, wenn ich sie nochmal sehen würde, denke ich anders darüber. An diesem Tag war es eben so. Eine tolle Palette, wenn ihr an sie rankommt. Ich kann sie euch von Herzen empfehlen. Ich finde sie richtig toll. Kleines Geld, ja leider so nicht mehr erhältlich, aber wie gesagt, über Willhaben, eBay, bei TK Maxx. Schaut sie euch an. Ich finde sie persönlich richtig toll. Die zweite Palette, die ich von Essence habe, ist eine richtig große, die You Are Gold Palette. Die kommt hauptsächlich mit Schimmertönen daher. Man sieht, ich habe sie benutzt. Man hat eigentlich, ja, ich würde sagen, puren Glitzer. Es ist hauptsächlich Highlighter enthalten. Eine richtig schöne Palette, da gibt es wirklich gar nichts. Aber es sind halt hauptsächlich Highlight-Töne. Ja, zu der verbinde ich einfach, dass ich mir die auf der Glow damals in Wien gekauft habe, beim Essence-Stand. Ja, hundertprozentig darüber freuen. Ja, sie ist wirklich riesig. Was ich mir damals gedacht habe, das war, glaube ich, einfach nur der Hype, dass wir dort waren. Und ja, man war so irgendwie in Kauflust und deswegen habe ich sie mitgenommen. Ich kann mich aber von ihr, glaube ich, trennen und deswegen kommt sie mal auf den Vielleicht-Stapel. Hingegen, wo ich mich gar nicht trennen möchte, sind 2 BH Blush Paletten. Eine hatte ich ja letztes Monat in meiner Schminkbox, also im Mai. Im Mai. Und da habe ich die Vanilla Cream Trüffel und die Vanilla Peach Trüffel Palette. Die hatte ich schon etwas länger. Ja, mit richtig schönen Farben, Top-Pigmentierung, egal ob das jetzt Lidschatten oder Blushes sind. Und das sind die beiden Varianten. Ja, sie ähneln sich wirklich sehr, aber ich liebe beide heiß. Ich mag die Verpackung, ich mag die Pigmentierung. Da kann man nichts verkehrt machen. Eine Zeit lang waren sie im Sale. Die hier, die etwas dünklere Variante, habe ich weniger bisher benutzt. Zu der habe ich schon öfters gegriffen, weil sie aber auch schon länger in meiner Sammlung ist. Beide richtig toll. Habe ich bis vor kurzem bei BH gesehen, dass sie auch vergünstigt mal waren, ob es sie noch gibt. Wie gesagt, kann ich euch leider nicht mehr sagen. Müsstet ihr bei BH vorbeischauen. Beides absolute Lieblinge von mir. Würde ich nie aussortieren. Finde ich top. Eine weitere Palette, die ich auch richtig schön allein schon vom Design finde, ist die Catrice Palette Bronze Away to Costa Rica. Wundervolles Packaging, war aus der letzten Sommer LE und innen kommt es mit 4 schönen Tönen daher, 2 Bronze, 2 Highlighter. Dieser Bronze Topper ist mir fast zu heftig, habe ich auch zweckentfremdet für Lidschatten. Eine schöne LE war das, da habe ich richtig Spaß gehabt, die schon das ein oder andere Mal zu nutzen, hatte ich auch erst in einer Schminkbox.
tolle Paletten, Kombi, Packaging top. Ein Traum. Dann habe ich zwei von Revolution. Einmal ist das I Heart Revolution Light Contour Palette. Schaut aus wie eine Schokolade. Riecht, schmeiße ich mir das gleich um die Ohren, riecht, kommt danach, schaut auch innen aus wie so Schokoladenstückchen in weiß und in braun. Ja, soll einen Highlighter und einen Bronzer darstellen. Ihr seht, der Bronzer ist extrem dunkel. Greife auch, muss ich ganz ehrlich, riecht richtig gut und tatsächlich ein bisschen noch Schoko ist mir gar nicht, also dezent muss man ehrlich sagen. Ja, um zurückzukommen, der Bronzer ist halt, ja, ihr seht es, so überhaupt nicht meine Farbe. Ich finde das halt vom Design her immer so richtig schnuckelig, aber ich denke mir dann, ja, Design hin oder her, wenn du es dann gar nicht benutzt, was hilft dir das ganze Design? Ich meine, ich bin hineingegangen, ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen, dass beim Bronzer schon so eine kleine Wischoptik vorhanden ist, aber ja, ganz dezent. Sagen wir mal vielleicht. Ich finde sie einfach doch sehr schnuckelig. Eine zweite von Revolution ist die Blush Golden Sugar 2 Rose Gold Palette. Ja, eine sehr, sehr bekannte von Revolution. Tatsächlich mochte ich die eine Zeit lang total gerne und habe die richtig gerne genutzt. Ja, und aktuell greife ich so gut wie gar nicht mehr zu ihr. Ja, ich muss halt auch ehrlich dazu sagen, ich bin halt mehr der Fan von einzelnen Produkten und diese Face-Paletten, wo man dann immer 5, 6 Blushes oder Highlighter und Kombination Bronzer hat, da greife ich einfach viel zu wenig dazu. Deswegen wandert die auch mal auf den Vielleicht-Stapel. Hingegen, wo ich mich nicht trennen möchte, aber nicht hundertprozentig überzeugt bin, ist tatsächlich wieder ein Natasha Denona Produkt, und zwar die Natasha Denona Bloom Blush Glow Palette. War super gehypt, finde ich persönlich. Packaging noch wunderschön. Auch die Farben sind wirklich top. Aber ja, ich komme im Auftrag nicht so hundertprozentig zurecht. Ich muss sagen, dieser Glow-Ton hier, den, ich hoffe, man kann es gut erkennen, den mag ich dann doch richtig gerne. Den habe ich auch zum Beispiel euch schon mal als Lidschatten gezeigt. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Trennen würde ich mich nicht, weil ich mich eigentlich auch wie bei der Mini-Lidschattenpalette da einfach noch ordentlich durchtesten muss, ob ich wirklich mit der Marke an sich nicht zurechtkomme. Mir gefallen die Farben richtig gut und ich hoffe, dass das halt, ja, meine Meinung sich da einfach noch ändern wird. Man kann das auch hier so aufklappen. An sich eine tolle Palette. Und wie gesagt, ich würde sie aktuell nie aussortieren, aber es kann dann doch passieren, vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren, dass ich mich trennen muss, weil ich nicht zurechtkam. Aber aktuell darf sie noch bei mir bleiben. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln wird. Mittlerweile wird das Licht schon etwas gedämpfter. Wir haben es bei mir mittlerweile 20 Uhr und ich bin noch immer hoch motiviert, dieses Video fertigzustellen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse funktionieren halbwegs für euch. Wir kommen zu den Paletten, wo ich auch nur einzelne habe. Und zwar einmal habe ich hier eine Face-Palette von Bare Minerals, die Crystalline Glow Palette. Da gefällt mir das Packaging auch richtig gut, denn ja, dieses geometrische ist dann doch irgendwie, spricht mich sehr an, ist doch sehr hochwertig und kommt dann so daher. In der Mitte ein kräftiger Bronzer und zwei marmorierte Highlighter, richtig schön, sehr, sehr soft, aber ja, doch das ein oder andere Mal schon dazu gegriffen. Gefällt mir einfach eine Spur besser, weil sie auch kleiner ist und somit leichter handelbar ist, für mich zumindest. Finde ich schön, darf bleiben. Eine, die ich jetzt etwas neuer habe, ist von Love the Glorious. Hatte ich aus einem Trashy. Auch eine gute, hochwertige Verpackung. Kommt so daher. Oben der Bronzer, in der Mitte der Highlight und dann so ein Highlight-Puder, würde ich es bezeichnen. Die möchte ich einfach noch weiter testen. Riecht gut. Die möchte ich einfach gerne weiter testen, da ich sie zu selten bisher benutzt habe
Und ja, da schauen wir mal, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Vom Packaging her ist sie aber top. Eine weitere Palette, die auch noch nicht allzu alt bei mir ist, ist die Kiko Mood Boost Palette. Da habe ich auch schon sehr schöne Looks, würde ich nicht sagen, ja, Teint-Produkte auf mein Gesicht gezaubert, um das Ganze jetzt ein bisschen auszuschmücken, dass der Satz einen Sinn ergibt. Die kommt so daher, hat auch einen Spiegel. Ihr seht, noch nicht oft hineingetitscht, diese rosige Form ist noch toll erhalten. Eine wunderschöne Palette. Wenn man sie aufmacht, ist man meiner Meinung nach hin und weg. Die Pigmentierung ist tatsächlich sehr, sehr soft. Könnte auf Dauer doch eine Palette sein, die mir zu wenig ist. Aber das muss ich einfach für mich noch mehr herausfinden. Und ich merke durch das Durchgehen, durch diese Face-Paletten, ich nutze sie zu selten, sollte ich vielleicht bis Ende des Jahres, falls ich nächstes Jahr wieder einen Frühjahrsputz plane, ja, mehr ausgetestet haben, um zu erkennen, ob es wirklich zu soft ist, zu gut ist. Ja, wie ich zu meinen ganzen Face-Paletten stehe, denn nur in der Sammlung haben und sie nicht nutzen, ist einfach nicht Sinn der Sache. So ein Übergang zu zwei Paletten, die ich Leute schon gut 2 Jahre in meiner Sammlung habe und gut ein Jahr nicht dazugegriffen habe. Einmal die Luvia Prime Contour Palette. Das ist diese hier. Habe ich hier auf YouTube noch nie gezeigt, obwohl ich sie schon länger in meiner Sammlung habe. Da ist es mir leider passiert, da ist die Palette schon kaputt angekommen. Also kaputt. Ein Stückchen ist rausgebrochen, habe sie dann ja ein paar Mal benutzt und dann ist mir der Highlighter-Ton noch mehr rausgebröselt. Richtig schade. Eigentlich eine Contour-Highlight-Puder-Palette. Ich mag sie und habe sie deswegen noch nie aussortiert. Aber ihr seht, ja, so gut wie nicht benutzt und der Highlighter einfach nur rausgebröselt. Würde ich so nicht weiterziehen lassen, weil, ja, das schickt sich einfach nicht. Die Farben sind ganz okay. Schwierig. Wirklich schwierig. Das Gebrösel hat mir dann nicht gefallen, habe dann wenig dazu gegriffen. Eigentlich schade, aber ja, schwierig. Lassen wir es einfach bei dem Wort. Und die letzte Palette ist eine sehr bekannte und zwar von NYX, die Highlight und Contour Pro Palette. Sehr gehypt gewesen vor 2-3 Jahren hier auf YouTube. Ich habe sie auch und Leute, Schande über mein Haupt. Ich traue es mich gar nicht auszusprechen. Ich habe sie kein einziges Mal bisher verwendet. Sie ist niegelnagelneu. Ich muss mich echt dazu zwingen, die jetzt mal zu testen zumindest, ob sie bei mir bleiben darf, ob ich sie weiterziehen lassen möchte. Das geht für mich halt einfach gar nicht. Produkte, die ich gar nicht getestet habe, da ärgere ich mich über mich selber, weil ich mir denke, für was hast du sie denn gekauft? Nur weil sie ein Hype-Produkt war? Na, so geht das auf keinen Fall. Ich muss die unbedingt testen. Deswegen bleibt die auch. Sie war jetzt nicht urteuer. Ich glaube, die liegt so bei 20 Euro. Überschaubar einfach, aber einfach nur so herumliegen, nur dass ich sagen kann, ich habe sie. Das möchte ich in meiner Sammlung nicht. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Wir schauen uns jetzt die Vielleicht-Produkte an. Ja, und dann entscheiden wir gemeinsam, was mich verlassen wird. Nun ja, auf dem Vielleicht-Stapel sind ja 3 Produkte gelandet. Einmal die Revolution Golden Sugar 2 Blush Palette, einmal diese Mini Eye Heart Revolution Light Contour Palette und einmal von Essence die You Are Gold Highlighter Palette. Also ich hätte gesagt, es sind 3 von 2, würde ich mich schon gern trennen. Eine kann ich ja noch in meiner Sammlung lassen. Richtig schwierig. Also ich entscheide mich dafür, dass mich diese Revolution Blush Palette auf jeden Fall mal verlässt. Ich greife einfach selten dazu. Ich mag die Blushes in einzelner Form viel, viel lieber. Deswegen werde ich die weiterziehen lassen. Ja, die oder die. Ich bin echt am Hadern, welche mir weniger Spaß macht. Ich glaube, ich behalte noch die Eye Heart Revolution, da ich mit Bronzer Highlighter zu der dann doch einfach mehr greifen würde, als zu einer reinen Highlighter-Palette.
Deswegen werde ich die aussortieren. Macht für mich einfach keinen Sinn. Ein anderer würde sagen, behalt sie doch einfach. Aber ich weiß, dass immer wieder neue Schätze einziehen werden, würden, wie auch immer. Ja, und in Trash-Paketen mache ich dann vielleicht jemanden anderen eine Freude. Oder es ist irgendwie in der Familie jemand, der sie gerne haben möchte. Und daher werden mich die Revolution und die Essence-Palette verlassen. Ja, ich würde sagen, ein gutes Fazit von meinen Face-Paletten. So viele waren es nicht. Nichts, was irgendwie schlecht geworden ist. Zwei Paletten werden mich verlassen. Ich bin doch stolz auf mich, dass ich mich auch da wieder von dem einen oder anderen trennen konnte. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn das so ist, zeigt es mir mit einem Like. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr das Video am Abend seht, so wie ich es drehe, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ansonsten alles Liebe, bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.